Wir sind wieder da. In Life is Strange. Immer noch auf dem Schrottplatz. Gerade auf dem Schoß. Weil wir eben zusammengebrochen sind. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Let me know when you feel okay. God, this power really messes with my head. Glad I feel normal again. I'd rather go chat up Chloe. Gut. Schön, dass es uns wieder ein bisschen besser geht hier. Auf dem Schrottplatz von Arcadia Bay. Wir haben hier die liebe Chloe, die auf uns aufgepasst hat und sich um uns kümmert. Machen wir doch gerade mal ein Foto von. Chloe mit ihrer Waffe auf dem Motorhaube eines Autos. Was ein schönes Bild, Leute. Was ein schönes Bild. So. Okay. Looks like you're ready to lock and load. I don't know about this. Are you afraid of getting in trouble? Oh, boo-hoo. Max is afraid. I know you can handle this. And I'm here to guide you. Make me proud, sister. Hey, it's Thelma and Louise. Or is it Bonnie and Clyde? Excuse us, Frank. Oh, sorry, Chloe. Don't let me get in the way of your bonding. I heard the gunshots and the breaking glass. It's cute that you're playing with guns. Just like me at your age. We're not anything alike, man. We both need money. In fact, you need it so bad, you owe me a shitload, don't you, Chloe? Huh? You'll get your money. Don't they all say that? You know, even when they're broke and acting tough. What are you hiding there, girlie? Let me see. Where did you get that bracelet? A friend. And it's none of your goddamn business. You're my business now. That's Rachel's bracelet. Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, all right? It was a gift. No, it wasn't. You stole that shit. Give it to me right now, asshole. You better step back before you regret it, girl. I mean it. You want me to cut you, bitch? Please. Please step back. You're kidding. Put that down. Wir schießen. That is hilarious. Oh man. I'll remember you, kid. I'll remember you almost shot me. And you'll wish I had no memory, because I never forget. Oh man. Hat mir die leer geschossen? Ich weiß es gar nicht mehr. Don't ever pull crap like this again. It'll be the last time you do. Oh man, das war jetzt voll. Try bullets next time. Arsch irgendwie. Richtig bescheuert. Sorry. You are awesome. Thanks for standing up for me. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Jesus, I almost shot this guy. Oh man. Okay, Leute. Ich dachte, es funktioniert. Ich wollte, dass es funktioniert. Aber es hat nicht funktioniert. Ich hätte es gerne gehabt, dass es funktioniert. Dann wäre es vorbei gewesen. Aber Leute, wenn es nicht funktioniert hat, dann ist es irgendwie voll unnötig. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir sagen, wir machen es nicht. Make me proud, sister. Lass uns wieder entscheiden. Come on, girlie. Shoot me. Ah, Christ. You're more like Abbott and Costello. Nice piece. I'll consider this interest on your loan. Thanks. Okay. You have until Friday to pay me. Or
I'll track you down with this interest. Have a good play, kids. Jetzt unsere Waffe weg. Lily stood your ground. I freaked. I don't like guns. It'll be hard to keep Nathan off my ass. My stepshit will have his other gun sealed in an electrified bunker by now. Sorry, Chloe. Okay, wir werden, wenn wir das so machen, keine Waffe mehr bekommen und keine mehr haben. Und deswegen machen wir es wieder zurück. I'm actually relieved it worked out this way. Okay. And there are more guns out there. Let's blow. My secret lair didn't feel secret today. At least Frank is gone. He won't fuck with us again. He just wants his money. Sieht aus, als hätte sie sich in die Hose gemacht. Okay, lass uns wieder zurückspulen und lass uns das in Ordnung bringen. Wir wollen ihn doch lieber erschießen wollen. Auch wenn wir ihn nicht erschießen können. Aber wir wollen ihn lieber erschießen wollen, damit wir unsere Waffe behalten. Denn eine Waffe ist gerade echt nützlich. So schlecht, wie es Arcadia Bay gerade geht. Are you ready to do this? Proud, sister. Okay, gut. Wir haben die Waffe noch und sehen jetzt weiter auf dem Schrottplatz. Hier stehen wir die Autofracks. Wo ist sie denn hingegangen? Unsere gute Chloe. See. Okay. Chloe's waiting to go for a walk. We both need a time out from here. Ja, das ist echt richtig. Wir müssen da unbedingt raus. So, dann verlassen wir auch mal den Schrottplatz. I still can't believe you pulled a gun on Frank. That was epic. It felt awful. I'm glad there was no bullets in there. You can just rewind time in your hand and stick that barrel right at Frank's ass. You have the power. You're gross. Don't fall. Oh, wie schön. Auch wenn wir wissen, dass er noch zugefahren. Me too. I think. Chloe, why the hell are you hanging around scary losers like Frank? It's weird. Let's take a break and I'll talk. Aber nicht auf den Schienen, meine Lieben. Feels like a different world, huh? I wish we could stay forever. Can we build another pirate fort and keep the world out? We need a new secret hangout. At least Frank wouldn't find us. Are you okay, Max? Ich bin total geschockt. Oder Frank? Wir nehmen, ich bin total geschockt. I'm so freaked out about what happened. That was awful, Chloe. I'm sorry. But Frank isn't as hardcore as he wants. All he cares about is his cash, stash, and mangy dog. Chloe, did you see what just happened? I almost shot him. I know I could rewind, but Chloe, this is not playtime. No more guns. Max, I know. Crazy shit is the new normal for me. That's why I plan to leave Arcadia Bay without paying Frank off. Now, tell me exactly what's going on between you and Frank. Does he have a last name? Frank Bowers. Obviously don't get my pot from you, remember? Anyway, Frank and I kind of hung out. You don't mean you... Ah, no, we didn't have sex. Gross, man. He never even tried. I just made the mistake of borrowing money so Rachel and I could bail out of here. That's it? No. I want to know how Frank got Rachel's bracelet. What do you think? Mein Hirn ist muss. Wie süß. Aber wir nehmen, glaube ich, lieber das andere. Be careful and keep an eye on this guy. Without him eyeballing us, okay? It's so weird talking to you about this insane crap. We haven't hung out this much since we were tweens. And it's like no time has passed. I wish Rachel was here to meet you. Rachel und ich. Would have been friends? You're not that different. She had... has...
a great eye for images and for art. Plus, she's a smartass like you. We would all be her best friends forever. I know she must be as cool as you are. I have no doubt we'll meet soon. Railroad tracks always make me feel better. I have no idea why. Wir haben ja bisher viel Schlechtes über sie gehört, also über Rachel. Jetzt hören wir wenigstens mal ein bisschen was Gutes. I'd rather be a good photographer. You are. You just have to stop being afraid. Perfect. Oh Mann. Was ist mit Chloe? Die hängt da fest. Oh shit. Chloe. Find something. Free me. Okay. Scheiße, Leute, scheiße, die hängt da fest und wir müssen jetzt irgendwas finden. Der Zug kommt. I don't want to go that way. Leute. Leute, vielleicht kommt der Zug von da hinten und wir können den mit der Weiche oder so. Please, get me out of here. Weichenschalter. Ziehen. Funktioniert nicht, warum funktioniert das nicht? Was ist das? Awesome, it's not locked. Was ist das? I better find the tool to cut those wires. Wir brauchen ein Werkzeug. Wo kriegen wir denn bitte hier ein Werkzeug her, Leute? Wo kriegen wir hier ein Werkzeug her? Max, get me out of here! Hier oben ist eine Brechstange. Leute. Wir spulen jetzt zurück. Okay, wir haben die Brechstange. Und wir gehen wieder runter. Wir haben noch ein bisschen mehr Zeit jetzt gewonnen. Wir werden sie auf jeden Fall nicht da alleine. Lassen. Es funktioniert nicht. Leute. Leute, vielleicht ist hier oben noch irgendwas. Ich gehe mal gucken. Wir müssen die auf jeden Fall da rausholen. Ach so. Okay. Dann nehmen wir hier die Brechstange. Dafür brauchen wir wohl die Brechstange. Okay, gut. Wir sind drinne. Wir können rein. Ist hier irgendwas? Hier ist eine Axt. Mindestens so eine Axt. Die Schubladen. In den Schubladen muss doch irgendwas Brauchbares drin sein. Da ist was drin. Können wir das nehmen? So Leute, wir haben jetzt genug. Ich denke mal, wir haben genug Werkzeug. Für was auch immer wir das jetzt alles brauchen. Wo ist sie? Wo ist der Zug? Ich will nicht. Auch wenn wir zurückspulen könnten. Ziehen funktioniert nicht. Dann Brechstange. Geht auch nicht.
Vielleicht sehen wir es erstmal an. Da verlegen wir nochmal den Schalter um. Öffnen. So. Kneifzange. Roter. Wir spulen zurück. Und jetzt die Brechstange. Bitte. Ich habe keine Lust, dass sie überfahren wird. Echt nicht. Leute. Kneifzange. Der gelbe. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir was machen sollen, was wir hier machen sollen. Vielleicht passiert bei dem grünen gerade noch irgendwas. So? Kneifzange. Es hat alles nicht funktioniert, Leute. Was ist? Die Axt können wir nicht benutzen. Beim Grünen geht das rote Licht wenigstens an. Wir nehmen wieder die Kneifzange. Bei dem Gelben ist doch irgendwas passiert. Können wir nicht machen? Was? Aber das ist doch für hier. Okay, vielleicht ein Draht durchschneiden und dann das bewegen. Kneifzange, der gelbe. Öffnen. Öffnen. Kneifzange, der gelbe. Das ziehen. Okay. Chloe, Axt. Okay, Leute. Ich weiß momentan nicht, was wir machen sollen. Deswegen probieren wir es einfach noch mal ein bisschen gucken und so.
Ob wir irgendwelches andere Zeug finden. Leute. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier wollen wir auch nicht lang gehen. Also gab es eigentlich nur das Häuschen da oben. Okay. Wir machen noch mal den grünen, aber irgendwie. Stupid light. No go. Shit. Das rote Licht ist aber jetzt. Das bringt jetzt eigentlich nichts. Glaube ich, wenn wir das jetzt anmachen, so früh. Ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht bringt es was, wenn wir es so früh anmachen. Vielleicht sehen die das dann irgendwie und dann. Aber ich glaube. Nee, das bringt nichts. Okay, wir lassen das mit dem roten Licht. Noch keine Axt. Okay, wir haben noch nichts gemacht jetzt. Vielleicht gibt es hier oben wirklich noch irgendwas. Wir waren ja nicht komplett hier oben bisher. Wir haben uns hier ein bisschen umgesehen. Aber hier noch nicht. Spulen wir zurück. Hier können wir nicht durch. Was ist hiermit? Auch nicht. Was ist hiermit? Wieso? Ach Leute. Leute. Schieben. Damn, something is blocking the drum. Get me out of here. Da ist ein Keil, der Keil muss weg. Okay. Das war gut. Das war gut. Wir schieben die jetzt runter. Probieren's. Ja. Oh man. I got splinters in my ass and legs, so I wish there was a less violent way for you to save me. And now the trains can't get to the lumber mill. Oops. Aren't you glad I took you away to a nice, quiet, desolate spot? It was cool to spend time in your lair, but I have to get back to school before my next class. Jetzt laufen sie schon wieder zwischen den Schienen. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever.